Nee, ich war nur überrascht. Und ich glaube, das versteht man. Es kam wie so ein Pfeil in mein Herz. Ich fühlte mich sehr ungeliebt. Man möchte nie dann als Erster oder Zweiter gehen. Aber es ist okay. Es ist immer irgendeiner Erster oder Zweiter. Und das ist dann auch mal bei mir so. Das kenne ich normalerweise nicht. Aber jetzt lerne ich das auch mal kennen. Und das ist auch okay. Ich nehme das jetzt voll an. Ich bin wieder Freiheit. Und mir geht es dementsprechend irgendwie trotzdem sehr gut. Werde ich mir angucken müssen, wie ich da geschnitten bin oder ob draußen irgendein Bär gesteppt ist, von dem ich keine Ahnung habe, dass es so war. Ich werde eine Analyse natürlich sozusagen erfragen, bei meiner Stieftochter, die hat ja auch mein Instagram gemacht, die werde ich gleich anrufen nach der Dusche erstmal, die ist ja relevant. Und dann frage ich immer, was da los war, keine Ahnung. Insgesamt ist alles hart, aber ich habe das ganz gut. Also ich war überrascht, dass ich das ganz gut irgendwie gemeistert habe. Und das ist schon tatsächlich, ich glaube, manchmal als Zuschauer denkt man, dass, ach komm, das ist bestimmt gefaked. Und da sind dann auch die Betten nicht nass, wenn es regnet. Oder die Klamotten trocknen doch dann trotzdem und so. Es ist schon krass. Also da geht man schon an diverse Grenzen, nebst des Hungers und dergleichen. Das ist schon eine taffe Nummer. Also ich werde da sicherlich auch ein bisschen stärker nochmal aus dieser Nummer rausgehen, ganz klar. Schöner Moment. Also ich hatte diverse schöne Gespräche, dann lustige Tänzchen mit Lucy und Tim. Mit Tim die Lachanfälle, das glaube ich war das Allerlustigste. Wir hatten jeden Tag mindestens 2 massive Lachanfälle, aber sowas von. Und ja, da könnte ich jetzt mich schon wieder kaputt drüber lachen. Also wir hatten schon nette Momente auch. Ne? Ach, ich wünsche jedem die Krone. Tim wird sie wahrscheinlich bekommen, denn er hat so viele Follower wie Dschungel Zuschauer hat. Aber wenn er es nicht wäre, würde ich mal auch auf Lucy tippen, weil sie ist einfach, ne, diese Duracell-Mensch, die da wirklich sowas von nicht nur mütterlich zack alles verpflegt macht, tut und nochmal schneller ist, die auch wirklich eine liebe Person ist. Also Lucy hätte es auch verdient, wer noch? Also es ist keiner da, dem ich es jetzt nicht gönne. Ich brauche jetzt auch nicht alle aufzählen. Aber das wären so, glaube ich, die 2 Top-Favoriten, von denen ich ausgehe, dass die mal mit dem Krönchen daraus wackeln. Ich freue mich als allererste Dusche, eine Dusche zu bekommen. Ja, Everchen zu umarmen, die an den anderen Salü zu sagen, Chat mit der Cora auch zu haben. Genau, dann bin ich nämlich nicht alleine, weil ich bin ja sozusagen, und dann haben wir uns auf jeden Fall und dann werde ich ganz klar, bevor ich das allerdings tue, nach der Dusche werde ich als allererstes Candy, meine Stieftochter, anrufen, meine engste, vertrauteste und werde dann mal fragen und natürlich meine Kinder, meine Söhne in Malta werde ich auch kontaktieren, die werden es bestimmt mitbekommen haben, dass ich draußen bin und werden sie vielleicht für mich freuen, ne?